Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Tourist Bus Simulator. Jawohl, wir sind immer noch auf der Linie 315 unterwegs, sind aber jetzt an der Haltestelle angekommen, von der es jetzt wieder an zurückgeht. Ja, wir sind jetzt am Endpunkt angekommen, fahren jetzt die komplette Route wieder zurück, genauso wie wir hergekommen sind. Wir haben also noch einen weiten Weg vor uns. Mal gucken, wie weit wir in dieser Folge kommen. Vielleicht haben wir ja Glück und die KI spielt mit. Vielleicht haben wir auch Pech und die KI stellt uns alle möglichen Beine. Ja, so. Ich glaube, wir sind jetzt insgesamt schon eine Stunde unterwegs. Wir haben jetzt nochmal die Rückfahrt. Ich denke mal, da sind wir auch nochmal eine Stunde unterwegs. Und irgendwie habe ich das Gefühl, wir spielen jetzt, wie gesagt, schon ziemlich lange. Und ich habe das Gefühl, das Spiel wird immer ruckeliger, je länger man spielt. Ich weiß nicht, ob das jetzt nur so mein Eindruck ist oder ob ihr auch den Eindruck habt. Oder ob das vielleicht jetzt hier gerade an der Gegend liegt, dass es ein bisschen ruckeliger ist. Aber irgendwas läuft nicht mehr ganz so rund. Aber es kann auch nur eine Fehleinschätzung sein. Aber gut, wir werden es während der Fahrt merken, ob es noch irgendwie schlimmer wird. Aber jetzt so nach einer Stunde hier durch die Gegend fahren, muss ich sagen, man braucht wirklich Geduld und Nerven. Gerade bei der KI in den Ortschaften. Es macht mega Bock, auf jeden Fall. Gerade wenn es so eng wird, aber wenn man halt bei einer Route zehnmal die gleiche doofe KI-Situation hat, genauso wie jetzt. Warum bleibt er stehen? Okay, da kommt jetzt ein Auto, jetzt fährt er aber los. Jetzt bleibt er mitten auf der Kreuzung stehen, blockiert noch den anderen und der bleibt jetzt auch mitten auf der Kreuzung stehen, oder? Nee, doch. Er bleibt jetzt so vor mir stehen, dass ich nicht mal ausholen kann. Ohne Grund. Ah, Mann. Und jetzt fährt er los. Also so nach einer Stunde dieses Spiel spielen, da wird man schon so ein bisschen aggressiv. Nein, alles gut. Alles gut, ich bin ja ein ruhiger Fahrer. Ich stelle mich jetzt so halb auf die Kreuzung drauf, dass von der einen Richtung keiner mehr kommen kann. So, ich dränge mich vor. Die armen Fahrgäste müssen sich jetzt anschneiden bei der Fahrt. Nee, ich spiele auch schon, glaube ich, über eine Stunde. Ich spiele schon fast wieder zwei Stunden, glaube ich. Eineinhalb oder zwei Stunden. Hatte da schon den ekligen Bug dabei. Vor drei Folgen hatten wir, glaube ich, den Bug drin oder vier Folgen. Dass ich den Bus nicht sparen konnte und so weiter und so fort. Das ist immer noch eine Aufnahmesession. Ja, Urlaubsvorproduktion nennt sich das. Stundenlang einfach ein Spiel durchsuchten, damit man ganz viele Folgen zusammenkriegt. So. Zurück auf die Autobahn. Ein paar Meter fahren, abfahren, nächste Ortschaft, sich wieder über die KI aufregen und dann weiterfahren zur nächsten Haltestelle. Ach ja, ich bin froh, wenn wir aus diesen Städten raus sind, ehrlich gesagt jetzt. Also ich bräuchte es jetzt nicht mehr. Jetzt hast du zwei Stunden Tourist-Bus mit vielen Bugs dabei und viel Ärgernis und Unfälle durch dumme KI und viel Wartezeiten durch komische KI-Manöver. Ja, braucht man doch irgendwann mal so eine kleine Pause. Braucht man doch irgendwann nochmal so eine kleine Pause. Aber ich will die Fahrt jetzt eigentlich noch in der Folge, nicht in der Folge, sondern in, ich glaube, die und vielleicht noch eine Folge brauchen wir für die komplette Rückfahrt. Bei einer Folgenlänge von einer halben Stunde ungefähr. So, er bleibt wieder stehen, bis ich fast da bin. Das ist so ein Assi-Move. Ich kann es nicht oft genug sagen. Das ist so ein Assi-Move. Warten, bis derjenige da ist, der quasi in den Kreisel einfahren will und dann Gas geben. Das hält man auch Versicherungsbetrug, wenn es zum Unfall kommt. So. Oh Mann. Ich weiß nicht, ich habe auch das Gefühl, in den ersten Folgen war die KI doch ein bisschen schlauer, auch bei so Kreiseln und so. Aber vielleicht frisst sich da irgendwas im Spiel mit der Zeit fest, wenn man das so lange spielt und Speicher läuft vielleicht voll, keine Ahnung. Weswegen es vielleicht auch mehr ruckelt und die KI dann irgendwie dümmer wird, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Dann hast du noch einen Busfahrer, der mittlerweile nach zwei Stunden doofer KI ein bisschen gereizt ist und deswegen auch nicht mehr ganz so die Geduld erweisen kann wie normalerweise. Aber gut. Wir kriegen schon hin, wir kommen auf jeden Fall zurück. Ich hoffe jetzt ohne weiteren Unfall und dann bin ich glücklich. Bin ich glücklich. Dann hoffe ich, kriegen wir ganz viel Geld für den Auftrag. Ich gucke mir meistens nicht an, was wir für den Auftrag kriegen. Ich gucke einfach nur, kennen wir die Route, kennen wir sie nicht und wie viel Zeit dauert das. Ich weiß auch gar nicht, ob da irgendwelche Preise angezeigt werden. Ist mir auch komplett wurscht eigentlich. Hauptsache, man fährt ein bisschen und es ruckelt schon wieder arg. Ah, das war doch auch die Stadt, wo ich vorhin so ein bisschen Probleme hatte mit der KI. Stimmt, das war die mit dem, wo ich über den Strand fahren musste zum Wenden, weil die KI mir einen Streich gespielt hat. Und wo ich dann deswegen einen Unfall gebaut habe. Das war die Ortschaft. Das war die Ortschaft. Ganz genau, die habe ich mir gemerkt. Wir könnten theoretisch auch hier lang fahren, aber das Spiel sagt nö. Das Spiel will mich lieber hier um die enge Kurve lotsen, wo es Probleme geben kann mit der KI. Bei der Einheitsstraße hätten wir das Problem nicht gehabt. Aber egal. So, es kommt ja gerade zum Glück keiner. So.
Hier hatten wir vorhin das Problem gehabt mit der KI, dass die ganz... Sag mal, geht's dir noch gut oder was? Was ist denn da los? Hier musste ich vorhin reinfahren in den Strand, um zu wenden. Und da habe ich ein Fahrzeug im toten Winkel übersehen. Fahr doch, es ist Platz. Ich muss auf den Bürgersteig drauf fahren, wenn ich weiterfahre. Okay, dann machen wir es jetzt wie in den ganzen TikTok-Videos. Wir bleiben jetzt einfach so lange dastehen, bis irgendwann die Polizei kommt. So, jetzt reicht's. So, Bremse ist drinne. Nee, es ist doch kacke. Ah, ich will nicht auf den Bürgersteig drauf, ich muss aber, sonst komme ich hier nicht weiter. Doofes Manöver wegen doofer KI, obwohl voll viel Platz da gewesen wäre eigentlich. So, schön über den Bürgersteig, die armen Reifen. So, halli, hallo, hallöchen. Oh, lecker Melone gibt's hier. Sehr schön. Ist im Sommer immer ganz cool, wenn schön Kühlschrank gekühlte Melone schlürfen, ist schon was echt Feines. Hallo. 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 Ich fahre normalerweise nicht über Bürgersteige, nur mal so als Info, falls ihr das alles gesehen habt. Wird eine ganz entspannte Fahrt, ganz sicher. Ich glaube, unser Bus füllt sich aber auch langsam wieder, oder? Oh, ja. Er füllt sich. Er füllt sich. Bis zu der einen Haltestelle wahrscheinlich wieder und dann wollen alle wieder raus. Kennen wir mittlerweile. Gut, ich bin froh, wenn wir aus dieser Ortschaft hier draußen sind. Muss ich zugeben. Warum bleibt er? Du willst mich doch verarschen, ey. Fahr weg, dann kann ich nämlich wieder rüberschwenken. Genau. Oh Mann. Oh Mann. Ich brauch jetzt irgendwas zum Frustessen. Sonst überlebe ich die Stunde nicht. So, fahren wir gerade mal weiter. Jetzt haben wir gleich wieder eine kleine Autobahnfahrt, dann geht es glaube ich wieder auf die Landstraße, dann geht es wieder runter zu einer Ortschaft, wo auch ein bisschen eng war, ein bisschen arg eng. Brauchen wir auch wieder ein paar starke Nerven. Und ja, da müssen wir mal gucken. Dann haben wir auch bald wieder die lange Landstraßenfahrt, da freue ich mich schon drauf, das ist ein bisschen entspannender. Das ist ein bisschen entspannender. So, jetzt müssen wir wieder gerade hier um den engen Kreisel irgendwie rumkommen. Da hört man wieder mein Lenkrad schön laut brummen, weil ich hier so stark einlenken muss. Einigermaßen zügig. So, haben wir es rumgeschafft, ohne Berührung. Sehr gut. Sehr, 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 sehr gut. So, gerade mal gucken, was die Festplatte sagt. Festplatte sagt, let's go. Hast noch 80 GB, da geht noch was. Ist die Festplatte schon wieder voll. Ja, nach, also ich nehme jetzt heute schon, also wir haben heute Freitag, 17. März. Ich nehme jetzt heute schon seit 11:30 mittags auf, am Stück. Die ganze Zeit, also schon einige Folgen Contraband Police für die nächste Woche, Urlaubsvorproduktion und so weiter. Jetzt seit, weiß ich jetzt nicht, seit 2 Stunden glaube ich ungefähr, Tourist Bus. Morgen geht es wahrscheinlich dann weiter mit Tourist Bus, weil ich noch nicht genug Folgen habe. Oder mit Fernbus oder The Bus vielleicht mal eine Folge zwischendurch, über die Spiele auch nicht vergessen werden. Und ja, dann muss ich noch ganz viel morgen Emergency aufnehmen oder Notruf. Damit es so einigermaßen normal auf dem Kanal weitergeht. Alter Keule, gib doch Gas! Alter, jetzt sind wir beide stehen geblieben. Meine Spur endet doch. Ich muss doch dann gucken, dass ich irgendwie zum Stehen komme und nicht er. Naja. Mein Reißverschlussverfahren wendet man dann normalerweise an, aber er war doch auf meiner Höhe. Er hätte auch weiterfahren können. Vor dem nächsten hätte ich mich rausgequetscht. Er war doch fast in meinem toten Winkel. Er hat einfach Gas geben müssen. Er hat alles gepasst. Ist ja auch sowas, Reißverschlussverfahren. Ist für viele Leute ein Fremdwort. In der Realität. La Hita sind wir gleich wieder. Genau, das war ja auch noch eine recht angenehme Ortschaft eigentlich, so vom Durchfahren. Die war recht okay. Ich glaube, die war recht okay. Bleibt er stehen? Nee, er bleibt nicht stehen.
Du bleibst doch jetzt nicht so da stehen, oder? Ich geb dir eine Kopfnuss. Okay, er bleibt gut stehen. Er auch. Ja, jetzt hat es wenigstens mal wieder geklappt. Man braucht halt immer viel Geduld, bis es mit der KI mal klappt. Manchmal geht es auch mit viel Geduld nicht. Da geht es nur noch mit Zorn irgendwie durchquetschen. Aber wir versuchen das mit viel Geduld zu lösen, weil es einfach ein bisschen realistischer ist. Jetzt haben wir wieder die Situation, dass der nicht weiterfährt, obwohl genug Platz ist. Fahr doch weiter. Fahr doch weiter. Weh, du bleibst stehen. Er bleibt jetzt... Guckt euch das mal an. Guckt euch das mal an. Er fährt nicht weiter. Warum? Also... Warum fährt er nicht weiter? Jetzt muss... Nächste Bürgersteigfahrt. Ich kann halt auch nicht rückwärts fahren, weil hinter mir steht ja auch schon KI. Das sind wieder meine Rangierfähigkeiten gefragt, aber es wird hier nichts. Ich werde wahrscheinlich was berühren auf der rechten Seite. Weil ich eigentlich geradeaus fahren müsste. Um jetzt nicht rechts was zu rammen. Okay, wir nehmen den Blumentopf einfach mal ein bisschen mit. Das war klar, aber ich konnte auch, wie gesagt, jetzt nicht rückwärts fahren. Da hätte ich jetzt mich wieder um dieses KI-Fahrzeug rumrangieren müssen und... Nee, danke. Bleibt er stehen? Er bleibt nicht stehen. Warum bleibt der jetzt wieder stehen? Es ist doch komplett übertrieben. Oh Gott. Jetzt habe ich den noch mehr Platz gemacht und jetzt fährt er trotzdem nicht. Bleib du doch stehen, dann kann ich um die Kurve und dann fahren auch die anderen weiter. Oh Gott. Also nach 2 Stunden Tourist Bus Simulator ist man echt eigentlich reich für den Psychologen. Ich will jetzt nicht schon wieder hier irgendwas wegkrammen. Der fährt aber nicht. Jetzt fährt der auch nicht mehr, weil der nicht fährt, weil der nicht fährt. Es ist einfach zum Heulen. Lasst mich doch jetzt einfach mal... Plan B. Wir nehmen Plan B. Fahren die jetzt wenigstens hier mal weg, dass ich um die Kurve komme? Fahr. Schaffst das. Ich glaube an dich. Deiner Spielzeugkarre. Wir machen jetzt Plan B. Mal gucken, ob es dem Spiel gefällt oder nicht. Jetzt haben wir hier auch einen Stau. Ich glaube, ich brauche jetzt einen Döner. Damit wir mal wieder über Essen reden auf dem Kanal. Ja, ich gucke gerade ein bisschen aufs Handy, um mich abzulenken. Weil das dauert ja hier noch ein bisschen. Bis die KI sich da irgendwann mal entscheidet, was richtig zu machen. Plan B ist jetzt, ich möchte hier rückwärts in die Straße reinfahren und möchte mich zu der Bushaltestelle hin rangieren. Ob das funktioniert, ich kann es nicht sagen. Ich halte mal den Warnblinker an, ich blockiere jetzt hier die Straße und dann fahre ich da rückwärts rein. Mit der Hoffnung, dass das funktioniert, weil ich sehe es nicht mehr ein, mich jetzt da schon wieder anzustellen und wieder durchzukämpfen. Bin ich hier richtig, wenn ich da so genau müsste ich eigentlich? Oder bin ich dann noch... Nee, ich bin dann richtig. Alles klar. Ich sehe es nicht mehr ein, gerade. Jetzt müsste ich nämlich nochmal eine extra Runde fahren. Am Ende stehe ich an der gleichen Stelle genauso. So, liebe Fahrgäste, Plan B hat funktioniert anscheinend. Huiuiui. Da brauchst du Nerven.
Das war jetzt die einfachere Variante, als wenn ich jetzt wirklich nochmal die Straße entlang fahre, stehe dann genau wieder an der Stelle. Man muss wieder den Blumenkasten mitnehmen und komm nicht weiter. Habe ich keine Geduld mehr jetzt nach 2 Stunden dieses Spiel spielen. Das muss ich zugeben. So, ich glaube, es sind alle ausgestiegen und ich hoffe, es sind auch alle eingestiegen. Nicht, dass ich wieder jemanden vergesse und dann sagt das Spiel wieder, Auftrag fehlgeschlagen, du hast eine einzige Person vergessen. Nicht mit mir. So, lasst mich fahren, du bleibst stehen. So. Gut, dann fahren wir mal weiter zum nächsten Halt. Du bleibst auch stehen. So. Ach ja. Ha, schön entspannende Folge, Tourist Bus Simulator. Ich habe keine Nerven mehr. So sehr, wie ich eigentlich das Spiel mag, aber durch den Bug, was da ausgelöst wurde am Anfang von meiner Aufnahmesession, der mich tierisch genervt und tierisch Zeit gekostet hat. Und dann jetzt diese ganze Kacke hier. Nee, weiß ich nicht. Die KI rafft zwar manches, aber manchmal braucht die da einfach viel zu lange, bis sie da was rafft, finde ich. Wenn man so an eine Kreuzung ranfährt, dann müssen erstmal 4, 5, 6 Autos da irgendwie durchrollen können noch, damit dann irgendwann mal das Auto dahinter rafft. Ah, okay. Ich sollte doch ein paar Meter weiter vorne stehen bleiben als die anderen. Das ist halt irgendwie doof. Normalerweise müssten die dann direkt, von mir aus soll ein Auto noch davonfahren. Ja, aber dann das dahinter kann doch wenigstens schon mal raffen. Okay, der Bus will da lang. Der hat Blinker an, der steht da und ja, da kann man doch bestimmt was machen. Und nicht erst, dass das 5. Fahrzeug in der Reihe dann irgendwie erst registriert, da kommt ein Bus, der will hier lang. Wenn ich da stehe, kommt der da nicht lang. Und wenn der da nicht lang kommt, dann gibt es einen kompletten Stau. Aber das ist anscheinend zu viel verlangt von der KI. Das ist anscheinend ein bisschen viel verlangt. Aber ich meine, so ist die KI eigentlich schon fortschrittlich, aber es ist halt trotzdem noch nicht wirklich 100%ig gut, aber schon besser als im Fernbus-Simulator. Im Fernbus-Simulator kannst du ja Serpentinen nicht mal langfahren. Das hat ja hier in dem Spiel wunderbar funktioniert. Die KI hat richtig auf einen geachtet, ist weit vorne stehen geblieben, dass man um die ganzen engen Kurven drum konnte. Im Fernbus-Simulator geht es ja gar nicht. Da hast du zwar auch, wenn du das Schweiz-Add-on quasi hast, dann hast du ja auch Serpentinen mit dabei. Aber du kannst die halt eigentlich unfallfrei nur mit viel Glück und vielleicht eine extreme Menge Geduld unfallfrei durchfahren, weil die KI einfach nicht stehen bleibt für dich. Die stellen sich in den Weg, dann musst du rückwärts fahren, rangieren kannst du aber nicht, hast Autos hinter dir, hast Autos vor dir, hast die enge Kurve, kannst nicht nach rechts rangieren, nicht nach links. Das funktioniert hier schon echt gut. Also die haben auf jeden Fall in den 2 Jahren Unterschied vom Fernbus-Simulator bis zum Tourist Bus Simulator viel getan. Aber es reicht halt eigentlich für diese engen Städte noch nicht so hundertprozentig. Weil eigentlich sollte man ja nach dem Spiel nicht nach 2 Stunden einen Nervenzusammenbruch kriegen. Sagen wir es mal so. Zum Beispiel er hat mich ja gesehen, ich stehe hier schon halb. Und jetzt entscheidet er sich, dass er hier abbiegen möchte und dann stehen wir wieder da. Wenn jetzt wieder ein Auto hinter mir gewesen wäre, könnte ich nicht rückwärts fahren. Dann würden wir 2 wieder dastehen. Und ich müsste Plan B nehmen. Plan B bedeutet vielleicht Unfall machen oder über Bürgersteig fahren oder was wegrammen. So, jetzt kommt der Nächste. Blinker ist an, ich stehe hier. Ist dem komplett egal. Ich meine, in der Realität ist es ja auch nicht immer so, aber hier ist es halt einfach zu häufig, dass die Autos einen einfach missachten. Man erkennt hier schon das Muster. Man erkennt immer schon so ein Muster. Naja. Gut, hier steigen wieder einige Leute aus wahrscheinlich, aber keiner ein. Wird jetzt ein bisschen dauern. Wie breitbeinig die da hinten da sitzt. Auch nicht schlecht. Ja, genau sie. Jetzt ist sie ausgestiegen. Zwillingsschwester. Vom Gesicht her. Egal. Funktioniert der Spiegel da eigentlich auch? Ah, so halb. Funktioniert schon, aber dafür haben wir hier keinen Spiegel. Alle ausgestiegen, die auch raus wollen. Sehr schön. Dann alle anschnallen, festhalten, nehmt euch an den Händen. Wir werden es schon irgendwie schaffen. Wenn ich jetzt so überlege, wenn ich hier mit einem noch fetteren Bus langfahre. Genauso wie hier die Situation. Der sieht mich doch kommen. Warum kann ich hier dieses Serpentinensystem nicht so einfügen? Jetzt muss ich wieder über den Bürgersteig.
drüber donnern. Oder muss halt nochmal zurückfahren oder muss halt, ja, ich kann halt nicht anders in die Kurve reinfahren. Also, wenn ich zu weit von weg stehen bleibe, sehe ich nichts. Ich muss schon in die Kurve reinfahren, dass ich was sehe. Dann ist es aber zu spät für die KI in den Städten. Bei den Serpentinen ist das kein Problem. Da reagiert die KI zu gut. Das ist zu nett. Ja, so eine Mischung würde es machen. FF-Restaurant. Alles klar, schöne Werbung. Ah, das ist direkt hier. Okay. Was ich aber beim Fernbus-Simulator auch noch umstellen werde, ist, ich habe hier bei dem Spiel mal eingestellt, dass wenn ich schneller fahre, der Bus trotzdem haargenau auf meine Lenkrad-Einschlagung quasi reagiert. Beim Fernbus-Simulator ist es noch so eingestellt, wie es standardmäßig ist. Je schneller der Bus fährt, je mehr muss ich lenken, damit der Bus wirklich in eine Kurve reinfährt. Ich finde das System so eigentlich viel besser, wie ich es jetzt hier eingestellt habe. Das werde ich beim Fernbus-Simulator auch noch machen. Ich habe erst gesehen bei dem Spiel hier, dass es quasi diese Einstellungsmöglichkeit gibt. Die gibt es aber im Fernbus-Simulator anscheinend auch, wenn ich richtig gesehen habe. Muss ich noch ausknipsen. Weil dann kann man auch mal ein bisschen schneller durch die Kurven fahren. Dann kann der Bus sich auch mal so richtig reinlegen. Das kann er beim Fernbus-Simulator nicht, weil da muss ich mein Lenkrad so schnell, so dolle drehen, damit ich um engere Kurven drum rumkomme. Und dann gibst du Gas, dann wirst du wieder schneller irgendwie, dann ist der Lenkeinschlag wieder anders. Und das passt dann immer nicht so ganz gut. So finde ich schon besser. Es wirkt vielleicht dadurch manchmal ein bisschen ruckeliger, aber... Also die Lenkbewegung. Aber ich finde es auf jeden Fall so besser. Ich glaube, in The Bus ist es dann auch schon standardmäßig anders eingestellt. Bin ich mir aber jetzt auch nicht ganz sicher. Da muss ich auch mal gucken, ob man das irgendwie an- und ausknipsen kann. Dass immer der direkte Lenkeinschlag quasi gilt, den ich vorgebe mit meinem Lenkrad. So, das war's. Keiner steigt mal ein, keiner steigt mal aus. Sehr gut, dann können wir direkt weiterfahren. Sind wir jetzt, glaube ich, auch gleich bei der nächsten Haltestelle schon. Genau, wir müssen jetzt hier rechts fahren, dann geht es, glaube ich, in das nächste Kaff runter oder hoch. Und dann sind wir fast schon zurück. Und dann hoffentlich erfolgreich. Nicht, dass da jetzt irgendwas fehlschlägt, weil sie haben einen Passagier vergessen. Dann also. Damit Steam geöffnet, rechtsklicke, deinstallieren und tschüss. Nein, Quatsch. Dann machen wir nur mit dem Wirtschaftssystem nicht mehr weiter. Dann machen wir nur noch einfach so ganz normale Fahrten wie im Fernbus-Simulator. Dieses Spiel bietet ja die Möglichkeit. Und dann sehen wir weiter. Ich glaube ja, bei The Bus soll ja früher oder später auch so ein Wirtschaftssystem reinkommen. Freue ich mich auch schon drauf. Ich glaube, bei der letzten Early Access Phase, glaube ich, soll es in die Richtung gehen. Wirtschaftssystem, dass man sich dann selber Busse kauft, irgendwie ein eigenes Busunternehmen mal wieder aufbaut. Wäre schon cool. Auf jeden Fall. Ich muss auch mal gucken, wie man Skins ändert bei The Bus. Ja, ich würde total gerne so ein Tommy-Kanal-Design-Skin erstellen. Würde ich feiern. Ein schönes Blau auf den Bussen. Ja, so blau ins Hellblaue rübergehend. Ja. Mit diesem Funkeneffekt da vielleicht noch drauf, dann der Tommy-Schriftzug irgendwo seitlich schön schräg draufgebracht, so halb transparent über die Fenster drüber. Vielleicht hinten noch ein fettes Tommy drauf. Und vielleicht der Avatar von YouTube noch irgendwie draufgeklatscht. Würde ich total feiern. Aber muss ich mal gucken, wie man das macht. Ich habe noch keine Skins erstellt für The Bus. Muss ich erstmal schauen. Ich habe früher für andere Spiele, für Rags of Roots zum Beispiel, hatte ich mal so Skins erstellt. Da hatte ich auch mal angefangen, mich so ein bisschen mit der Fahrzeugerstellung zu beschäftigen. Aber das ist halt alles so extrem zeitaufwendig. Deswegen habe ich immer so größten Respekt vor irgendwelchen Moddern, die so in Freizeitprojekten wirklich über Monate oder Jahre irgendwie Busse oder Züge oder Fahrzeuge erstellen und. Das ist wirklich ein extremer Haufen Arbeit.
kann man sich erst gar nicht vorstellen, außer man fängt selber mal sowas an und dann merkt man erstmal, was da eigentlich alles dahinter steckt und wie kompliziert die ganze Kacke ist. Und aber wenn man dann sein fertiges Ergebnis, glaube ich, sieht und Leuten das gefällt, dann ist man, glaube ich, glücklich mit. Dann ist die komplette Zeit, die man da investiert hat, eigentlich wurscht. Dann ist man, glaube ich, einfach glücklich. Ich habe mich aber eigentlich auch schon in viele Modding-Systeme reingearbeitet gehabt früher. Auch Emergency-Map-Erstellung und so weiter. Emergency hatte ich auch mal Skins erstellt. Hallo! Und lauter so ein Zeugs gemacht und habe da ein bisschen rumprobiert, rumgetestet. Und ich finde es immer ganz schön eigentlich, dass man sich so mal mit beschäftigt. Gerade wenn man sich so Mods runterlädt von anderen oder die von anderen erstellt wurden und dann ist man sich eigentlich erstmal bewusster, wenn man sich selber mit so Mod-Erstellungen beschäftigt hat, wie viel Arbeit und Schweiß und Krams und alles da investiert wurde, damit dann so eine geile Mod bei am Ende rauskam. Da kann man das so ein bisschen mehr wertschätzen, finde ich. Grand Tarayal. Da sind wir mittlerweile wieder. Ich glaube, wir sind jetzt gleich auch zurück. Oder? Wir haben noch bestimmt die große Landstraßenfahrt vor uns. Genau. Genau. Die haben wir noch vor uns. Ich würde aber sagen, an der Stelle, wie gesagt, Urlaubsvorproduktion, deswegen sind die Folgen jetzt auf so eine halbe Stunde circa begrenzt. Und ja, würde ich sagen, wir machen in der nächsten Folge damit weiter. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Falls ja, lasst eine Bewertung da, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, gerne auf den Discord-Server beitreten, Link dazu ist in der Videobeschreibung. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Dann geht's weiter mit der Linie 315, dann bringen wir die endlich zu Ende und ich bin gespannt, ob diesmal alles erfolgreich gelaufen ist. So, macht's gut! Bis dahin, euer Tommy. Tschüss.